Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, ich hatte ja bereits schon berichtet über die Kürbisse, die Muskatkürbisse, die ich über mittlerweile 2 Monate gelagert habe und auch einer zumindest hier reif geworden ist. Und jetzt geht es weiter, den ein Stück zu verarbeiten und zwar. Ja, eine Suppe. Suppe essen ja wirklich viele gerne. Und Suppe vom Muskatkürbis ist nochmal besser als von jedem anderen Kürbis. Ist zumindest meine Meinung und das zählt letztlich für mich. Aber ihr könnt es ja gerne probieren. Wir fangen jetzt gleich mal an. Und ich habe schon einiges vorbereitet. Ich habe das Gemüse geschnitten. Ich habe den Kürbis schon mal vorbereitet und geschnitten. Hier haben wir den Topf, Gemüsebrühe. Und ja, dann fangen wir schon mal an. Den Kürbis habe ich grob gewürfelt. So, was wir noch brauchen, ist Zwiebel und Knoblauch. Habe ich also zusammen hier dran. Dann etwas Lauch, aber möglichst nicht das Dunkle vom Lauch. Und ja, dann ein bisschen Karotte und ein bisschen Sellerie. Ich habe Knollensellerie aus dem einfachen Grund, weil. Den habe ich noch im Garten stehen und eigentlich nehme ich hierfür einen Staudensellerie. Der ist weniger intensiv im Geschmack und deshalb auch den Knollensellerie, naja, nur in einer geringen Menge. So, vorgeheizt habe ich schon mal und dann geht's los. Ich nehme Olivenöl. So, und gebe als erstes dann Zwiebel und Knoblauch mit rein. Jetzt muss ich etwas Belüftung anmachen. Sonst stehe ich gleich total im Dunst hier. Aber ich hoffe, man kann mich trotzdem noch hören. So, Zwiebel angeschwitzt. Dann kommt das Gemüse mit dazu. Das schwitze ich auch noch kurz mit an. Ich habe übrigens als Brühe eine Gemüsebrühe. Ich finde, das passt am besten dazu. Geht natürlich auch eine Brühe aus Rindfleisch oder aus Kalb. Geht natürlich auch Geflügel. So, dann gebe ich den Lauch mit dazu. Auch noch kurz mit anschwitzen. Und jetzt den Kürbis. Die Zubereitung von Kürbissuppe ist ja relativ schnell hergestellt. Nur einfach Kürbissuppe geht bei mir natürlich nicht, ist klar. Bei mir kommen ein paar andere Dinge nachher mit dazu, auch an Gewürzen, nicht das übliche Salz, Pfeffer und so weiter. So. Das Ganze wird jetzt angeschwitzt, richtig schön. Dann nehmen wir Salzformer, dann brauchen wir Pfeffer und ob die Maschine funktioniert noch. Ja, nicht mehr, klar. So,
Salz kann man jetzt schon ein bisschen dazugeben. Nicht zu viel. Erstmal, denn die Brühe, der Fond, der ist auch schon etwas gelaufen. Und jetzt füllen wir auf mit der Brühe. So. Zack, und alles hinein. Also, ihr seht ja, ich habe unterschiedliche Größen geschnitten. Aber das ist egal, weil das wird ja eh nachher alles püriert. So, jetzt lassen wir das einmal schön durchköcheln, bis das alles gar ist, weich ist, und ja, dann geht es schon mal zum Pürieren. Mittlerweile sind die Kürbisstücke und auch die Gemüsestücke weich gekocht, und dann können wir schon mal weitermachen mit der Suppe. Beziehungsweise dem, was noch dazu kommt. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, ich stehe ja so ein bisschen auf die Muttertiere. Wisst ihr ja vielleicht, der eine oder andere. Und deshalb machen wir da auch ein kleines Einstückchen von den Muttertieren mit dazu. Und die paniere ich gleich mit Sesam. Habe ich hier auch schon mal drin. So, und das kleine Tierchen, das würze ich mal eben. Habe ich hier auf der anderen Seite liegen. So, einfach nur ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Gebe das hier in den Sesam hinein. Ein bisschen andrücken. So, und lasse jetzt nebenbei hier im Olivenöl garen. Das braucht nicht lange. Das kann man auch so gut nebenbei machen. Habe ich mal vorbereitet einen Spieß, ein Holzspieß, da kommt das gleich drauf. So, was wir noch brauchen, ist gleich etwas Kokosmilch. Die habe ich hier schon im Topf. Die muss gleich noch etwas erwärmt werden. So, dann können wir schon mal pürieren. So, als weiteres Gewürze habe ich hier Kreuzkümmel und etwas Kurkuma und hier Ingwer. Thank you.
Neues, ein bisschen lernen, aber das muss schon mal sein. Ohne den geht es kaum. Oder man muss die Suppe stückig lassen. Das geht natürlich auf jeden Fall. So, das müssen wir natürlich noch probieren. Ist noch nicht fertig. Okay, ein bisschen Salz fehlt noch. Und das kommen die anderen Gewürze mit dazu, die ich eben genannt habe. Ihr seht, ist also so ein Stück weit exotisch. Hätte ich können hier lassen, weil den brauchen wir gleich noch mal. Gleich noch ein bisschen lernen. Warum? Seht ihr gleich. So, jetzt lassen wir den Suppe noch mal aufkochen. Das Tierchen ist dann auch gleich gar. Aufschalten hier. So, dann machen wir unsere Kokosmilch warm. So, wer die Suppe sämiger haben möchte, dicker haben möchte, der kann, das sind ungefähr 200 Liter, er macht einfach noch eine, zwei Kartoffeln mit dazu, aber ich finde, das ist nicht genug. Das ist völlig ausreichend. Ich mag weder dicke Soden, noch mag ich übertrieben dicke Suppen. Also das muss nicht sein. So, die Kokosmilch, die ist mittlerweile auch warm. Die Suppe kocht. Jetzt kommt noch was dazu. Und zwar Sahne. Oh, ein bisschen Sahne. Geht das nicht? Herrlich, herrlich. Ihr glaubt gar nicht, wie duftend toll das ist. Top, top, wunderbar, super. So, jetzt können wir gleich anrichten. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen von der Kokosmilch. Müssen wir einmal kurz. Was ich noch vorbereitet habe, das habe ich aber auch gestern schon gemacht. Gestern Abend schon gemacht. Das ist, zeige ich euch jetzt. Ups. Das sind rote Beete. Rote Beete Chips. So. Die kommen auch gleich mit dabei. Nehmen wir schon mal unseren Teller hier hin. Dann spießen wir das Muttertierchen auf. So. Suppe kocht, Suppe heiß.
Jetzt machen wir ein bisschen Suppe in den Teller. Dann geben wir etwas von dem Kokosschaum hier drauf. Das kleine Muttertier dazu und ein rote Beete-Chip. So, das ist meine Suppe vom Muskatkürbis und mit Kokosschaum und Muttertierchen und natürlich diese wunderbaren rote Beete-Chips. Ja, das heißt, da habe ich meinen Löffel schon wieder weg. Aber ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Löffel haben wir genug. So, und oh, das müsst ihr zusammen genießen. Ein bisschen von dem Kokosschaum und von der Suppe. Und ja, rote Beete natürlich, schmeckt auch wunderbar dazu. Mmh. Die ist jetzt hauchdünn geschnitten und kurz auf der Suppe mitgezogen. Jetzt ist sie knusprig und hat leicht den Geschmack der Suppe angenommen. Toll. Also, Rezept gibt es natürlich wie immer dazu. Und jetzt muss ich natürlich noch da reinbeißen. Mmh. Mmh. Ich liebe die Muttertier. Mmh. Toll. Also, perfekt. Gelungen und wie gesagt, Rezept gibt es dazu. Würde mich freuen, etwas von euch zu hören, falls ihr die Suppe nachkochen möchtet oder nachgekocht habt und wie es euch geschmeckt hat. Ja? Ich sag mal, guten Appetit und bis demnächst wieder.